Ich komme zu der Kurzanleitung vom normalen zum optimalen Unternehmer. Zwei Sachen. Erstens, am und weniger im Unternehmen arbeiten. Zweitens, Wichtiges vom Dringenden trennen. Was meine ich mit am und im Unternehmen? Wenn es Ihnen gelingt, und der Satz ist Millionen von Franken wert, wenn Sie es direkt einmal überlegen, mehr am und weniger im Unternehmen arbeiten. Am Unternehmen, dann nennen Sie U, Unternehmeraufgaben wahrnehmen. F und M sind Fachkraft- und Managementaufgaben, das ist im Unternehmen. Also Schrauben, Hämmern, Fielen, Rechnungen schreiben, Mahnungen machen, Reklamationen, an der Schleifmaschine stehen, das ist alles F-Aufgabe oder M, im Unternehmen. Am Unternehmen, dann laden Sie den ganzen Nutzen von Ihrem Unternehmen aufladen und Sie haben nur einen Kunden vor den Augen. Sie haben einen Kunden und wer ist das? Der potenzielle Nachfolger. Auch wenn Sie erst in 2 oder in 20 Jahren verkaufen wollen, wenn Sie am Unternehmen arbeiten, dann laden Sie Ihr Unternehmen mit Nutzen aufladen und Sie haben immer den potenziellen Nachfolger im Kopf, vor dem geistigen Auge, und Sie laden Ihr Unternehmen mit Nutzen auf, weil Sie wissen, am Tag X werde ich es verkaufen können. Wenn Sie hingegen immer F und M, wenn Sie immer im Unternehmen am Arbeiten sind, dann haben Sie keine Zeit für am Unternehmen. Das geht gar nicht.